Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute zurück mit einem Drogeriehaul und zwar komme ich gerade frisch aus der Stadt. Ich war gerade beim Rossmann und ich muss euch sagen, rennt zum Rossmann, ey, ihr glaubt gar nicht, wie doll das da alles reduziert ist. Also gerade Leute, die auf Hautpflegeprodukte stehen, Gesichtspflegeprodukte, Cremes, alles Mögliche, ist super, super stark reduziert. Ja, ich habe ein paar Sachen gekauft, möchte euch die gerne zeigen und wenn ihr sehen möchtet, was ich alles geshoppt habe, dann bleibt wie immer dran. Danke, tschüss! Ja, los geht's. Und zwar habe ich gekauft von Garnier Nutriss den Augen-Roll-On. Der 2 in 1. Und zwar hat er einmal eine Augenpflegefunktion und gleichzeitig einen Tönungseffekt drin. Also eine Art Concealer ist damit drin. Es ist eine getönte Sache und hat Koffein und Zitronenessenz mit drin. Ist Anti-Augenringe, Pflege und Concealer. Ich habe jetzt die Farbe heller bis mittlerer Hauttyp und werde das mal ausprobieren und freue mich ganz doll darauf, weil die Twinkle Mina, die werde ich euch auch nochmal in die Infobox verlinken, die schwärmt davon. Und ich werde das mal ausprobieren. Dann habe ich mir auch, also das hat gekostet, das wollt ihr auch immer wissen, 8,25. Dann habe ich mir auch aus der gleichen Reihe von Garnier BB die BB Cream geholt. 5 in 1 Miracle Skin Perfector in der Farbe hell und hier steht drauf, das ist 24 Stunden Feuchtigkeit, verleiht einen strahlenden Teint, glättet das Hautbild, kaschiert Fältchen und Hautunebenheiten. Und so sieht die Flasche aus. Die hat 50 Milliliter drin und wenn ihr die auftragt, hat die so eine leichte, wie eine getönte Tagespflege eigentlich. Und ich habe die jetzt schon gestern einmal abends getestet und ich finde die ganz gut. Also die ist sehr schön leicht, ja, macht das Hautbild sehr schön eben, hinterlässt aber auch wirklich einen sehr frischen Teint und gefällt mir sehr gut. Poren werden leicht verfeinert, habe ich das Gefühl. Also ich kann mir vorstellen, dass die gerade im Sommer super gut ist, weil man da ja sowieso nicht so viel Foundation trägt oder ich zumindest nicht. Und ich finde das ganz toll und ich freue mich da schon drauf, die zu benutzen. Ja, dann habe ich mir auch noch einen kleinen Tipp geben lassen von der Twinkle Mina. Die hatte nämlich ein Video hochgeladen mit ihrer Schwester, wo sie über ihre Haarroutine spricht. Und da hat sie gesagt, dass sie gerne die Produkte von Alveda benutzt, die aber leider sehr teuer sind und sie aber eine gute Alternative dafür hätte. Und zwar wäre das Babyshampoo. Und da habe ich mir gedacht, nimmst du doch mal Babyshampoo mit. Das ist von Baby Dream. Stiftung Wand oder Ökotest sehr gut. Und das ist mit Kamille. Und wenn ihr gerade so wie ich, also ich habe sehr langes Haar, nicht unbedingt beschädigtes Haar, aber halt durch das viele Föhnen und durch das Glätten oder auch durch das Locken machen und immer wieder färben, sind eure Haare einfach angegriffen. Und da ist Babyshampoo eine gute Alternative, weil es hat wirklich keine Silikone drin, es beschwert das Haar nicht. Es ist sehr sanft, auch zur Kopfhaut und da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Also greift zu Babyshampoo. Das hat gekostet 1,29 €. Ich habe euch, glaube ich, gar nicht gesagt, wie teuer die BB-Cream war. Die hat 9,99 € gekostet. Ist ein bisschen preisintensiver, aber ist ihren Preis auch wert. Gut, ja, dann brauchte ich Duschbad und habe mir da von Isana 2 geholt. Einmal mit Milchprotein und einmal mit Joghurt und Joghurt und Vitamin. Beide auch Stiftung Warentest gut. Das sind Riesenflaschen, also ich glaube 300 Milliliter sind hier drin und die haben jeweils 44 Cent gekostet und 44 Cent, die waren auch reduziert von 89 Cent auf, wie gesagt, 44, kann man nicht so sagen, super Preis. Und die riechen echt gut, mal gucken, wie sie auf der Haut sind. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen bei dem nächsten Produkt und zwar suche ich schon seit Ewigkeiten eine Augenpflege in Art von Augencreme oder auch Augenroll-On, also gerade wie der Garnier-Stift jetzt auch ist. Ich habe so viel ausprobiert aus dem Drogeriebereich, aus dem High-End-Parfümeriebereich, sage ich jetzt mal, was Douglas angeht. Und so habe mir auch von Soap & Glory zum Beispiel die Augencreme geholt. Nur die ist mir viel zu aggressiv. Da ist nämlich so ein Hauch Schlangengift mit drinne. Und ich finde, das ist einfach viel zu aggressiv. Gerade eure Haut unter den Augen ist super, super dünn und super empfindlich. Ihr müsst da ganz aufpassen, was ihr da benutzt. Sobald ihr merkt, das ist zum Beispiel bei mir so, also jede Creme, die ich bis jetzt ausprobiert habe, hat entweder gebrannt oder hat so leichte Hautschüppchen verursacht. Und das gefällt mir alles überhaupt nicht. Und ich bin nicht zufrieden. Ich brauche nicht unbedingt eine Antifaltencreme, sondern mir geht es mehr darum, diesen frischen Kick zu haben und auch leicht entknitternd unter den Augen halt auszusehen.
Und da habe ich mir jetzt einmal die auch von Garnier, die Ultra Lift Augenpflege geholt. Die hatten Antifaltenpflege drin, also eine straffende Wirkung und auch so eine leichte Wacheffekt-Funktion. Und den werde ich mal ausprobieren. Und wenn ihr sehen möchtet, ob der bei mir gewirkt hat und wie er gewirkt hat, dann werde ich dazu auch nochmal eine Review machen. Der hat gekostet 4,99 € und ich finde, das ist ein guter Preis. Also gerade so für Augenpflege kann man sehr viel ausgeben und den finde ich echt super gut. Ich habe den gestern Abend einmal aufgetragen und ich muss sagen, er hat erstmal nicht gebrannt und er hat auch nicht diese leichten Hautschüppchen verursacht. Mal gucken, vielleicht wirkt er ja. Ja, dann habe ich lange schon mit den Jean-Frieda-Produkten, Haarpflegeprodukten, so ein bisschen geliebäugelt und konnte mir jetzt endlich mal eine kaufen, weil mir sind die sonst recht teuer. Die kosten 8,99 € so ein Conditioner mit 250 Milliliter. Das ist jetzt der Full Repair Conditioner und die Spülung. Und die war gesenkt von 8,99 € auf 4,44 €. Und da kann ich natürlich nicht nein sagen, muss ich natürlich sofort mitnehmen. Das repariert überstrapaziertes Haar und behebt Haarschäden ohne zu beschweren. Werde ich ausprobieren, freue ich mich total doll drauf, weil Jean-Frieda-Produkte sind einfach wirklich gut. Man weiß natürlich nicht, wie es beim eigenen Haar wirkt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Preis natürlich auch seine Qualität hinter hat. Genau. Den habe ich mir gekauft und dann brauche ich für meine Problemhaut ja immer ein bisschen, sag ich mal, nicht teurere Produkte, sondern eher hochqualitative Produkte und die sind halt meist teurer. Leider, aber es ist nun mal so. Und zwar habe ich mir da von Neutrogena, von der Visibly Clear Reihe, die Spot Stress Control Peeling Creme geholt. Das ist auch die tägliche Peeling Creme. Die hat so, hat eine Mint farbene Creme und hat blaue Kügelchen mit drin. Die werde ich testen. Die habe ich leider noch nicht benutzen können. Und die war auch gesenkt von 5,99 € auf 3,95 €. Freue ich mich sehr doll drüber. Und ja, dementsprechend oder auch ergänzend habe ich mir die Neutrogena Tagespflege geholt. Auch von der Visibly Clear Reihe. Tägliche Feuchtigkeitspflege ölfrei. Und das finde ich sehr gut ölfrei, weil ich habe zwar eine trockene Haut, aber ich möchte einfach auch mal, also ich habe in der T-Zone natürlich auch leichte ölige, nicht natürlich, also ich habe leichte ölige Stellen auch und wollte da immer mal eine Pflege haben, die ölfrei ist. Und hier steht, pflegt trotzdem, also oder pflegt, spendet Feuchtigkeit und verbessert das Hautbild für eine reine und gesund aussehende Haut jeden Tag. Und da hoffe ich, dass die wirklich gut ist, weil ich bin da mit meiner Haut immer so viel am Suchen und muss auch leider sagen, ich finde nicht immer das Passende. Egal, natürlich kann dekorative Kosmetik in Lindas Warenkorb nicht fehlen. Und da habe ich mir dann auch nur reduzierte Sachen geholt. Eine Sache war nicht reduziert, aber egal. Und zwar habe ich mir da von Essence den Kajalpinsel geholt. In der Farbe 15 Behind the Scenes. Und das ist ein schöner Anthrazit. Farbener Ton, einem leichten Olivstich, ganz leicht, aber hauptsächlich Anthrazit Grau. Ja, der hat gekostet 95 Cent. Und noch ein von Essence, den Long Lasting Eye Pencil. Ich muss immer wegen der Farbe gucken. Ah, Farbe 10, Almost Famous. Und der ist wirklich schön. Gerade als Highlighter unter der Augenbraue. Suche ich ja immer noch einen. Und der kommt vielleicht dem schon sehr nah. Das ist ein Rosé-Cremeton. Und der hat einen wunderschönen Schimmer. Ich kann den ja vielleicht mal auftragen, dass ihr den mal seht. Also, oder auch für den Innenwinkel des Auges, um die nochmal zu öffnen. Wirklich schön, hat auch 95 Cent gekostet. Ja, wundert euch nicht, dass das Licht gerade gewechselt hat. Ich wollte das Video gerade bearbeiten und habe gesehen, dass meine Kamera einfach das Ende verschluckt hat, nicht aufgenommen hat. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ich möchte natürlich noch die restlichen zwei Produkte zeigen. Und zwar habe ich mir von Essence aus der Circus Circus LE ein Long Lasting
Eyeshadow gekauft für 1,30 Euro in der Farbe 04 Raise the Certain 4. Das ist ein wunderschön grau, ja, grau-bronze-brauner Ton mit einem Oliven-Unterton. Der ist sehr, sehr, sehr schön. Ich zeige euch mal, wie der geswatcht aussieht. So sieht er aus. Und der hat ein sehr, sehr schönes Finish. Der ist sehr glossig, sehr metallisch im Finish und ich finde die Farbe sehr schön. Wie gesagt, 1,30 Euro. Dann habe ich mir von Essence, der war nicht reduziert, der hat 2,75 Euro gekostet, auch ein Longlasting Eyeshadow Stay All Day in der Farbe 04 Stars and Stories. Und das ist ein sehr schöner Ton. Das ist ein Silber-Schimmerton. Ein sehr helles Grau. Also sehr schimmrig-metallisch. Und so einen habe ich immer schon gesucht. Und den trage ich auch gerade auf dem Augenlid. Gefällt mir sehr gut. So sieht er auf dem Finger aus. Und der ist sehr hoch pigmentiert und hat einen wunderschönen Schimmer. Guckt euch das mal an. Und ist auch sehr gut pigmentiert. Und wenn man darüber wischt, muss ich auch sagen, ist der wirklich gut haltbar und sehr longlasting, wie er hier eigentlich versprechen soll. Eine Kleinigkeit habe ich mir noch gekauft und zwar so ein Cleaning-Bürstchen für die Gesichtsreinigung. Da tragt ihr dann halt das Waschgel auf, was ihr jeden Morgen und jeden Abend benutzt und könnt das dann in Kreisen und Bewegungen schön einarbeiten und damit abgestorbene Hautzellen entfernen oder auch überschüssigen Talg oder ja, wie gesagt, nur eure Poren reinigen. Und ich habe mir die schon mal gekauft und die habe ich immer so mehr oder weniger rumzuliegen im Badezimmer und habe mir mal eigentlich gewünscht, dass es mit einer Kappe kommt oder mit einem Deckel, weil ich habe immer das Gefühl, dass über Nacht sich halt hier ja so Staubpartikelchen ablegen oder auch Bakterien und das, da habe ich immer so das Gefühl, dass es schnell verschmutzt, obwohl man die natürlich immer nach einer Gesichtsreinigung sauber machen muss. Und diesmal habe ich mich total gefreut, war so ein Deckelchen mit bei, was man so aufdrücken kann, dann schnappt das hier hinten so zu und dann ist das auch schön hygienisch. Habe ich mich sehr gefreut. Das Bürstchen hat gekostet, na, lasst mich mal gucken, ich glaube was bei 1 Euro. 1,79 Euro. Genau. Ja, das war mein Haul. Wie gesagt, ich fahre am Samstag ins Alexa und werde dann auch noch mit einem großen Shopping-Haul wiederkommen, was auch Klamotten angeht. Ich brauche unbedingt eine neue Tasche und werde auch mal im H&M und im Zara gucken, was es da so Schönes gibt. Und worauf ich mich ganz doll freue, auf Kiko. Weil ich war noch nie im Kiko und ich habe mir auch noch nie online was bestellt. Und da schwärmen mir wirklich viele von. Und ich hoffe, dass ich da eine ganze Menge finden werde. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss.